Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Krebsvorbeugen durch Ernährung. Wenn wir bedenken, in welchem Rahmen wir dieses Thema betrachten, es ist ja ein medizinisches Thema, ein Thema über die Gesundheit, dann stellt sich vielleicht dem einen oder anderen schon die Frage, warum in einem Gemeindezentrum? Wir sind ja Adventisten und als Adventisten sind wir schon sehr lange bekannt, seit dem 19. Jahrhundert, dass wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen und Grundsätze dabei auch ausleben, die sich bis zum heutigen Tag erhalten haben und immer mehr von der Wissenschaft auch als wahr und richtig bestätigt werden. So ist beispielsweise auch hier auf der Seite des Vegetarierbundes eine Studie erwähnt, die in Amerika gemacht worden ist, die sogenannte Adventisten-Gesundheitsstudie Nummer 2, an der herauskam, dass die vegetarischen Adventisten zu der langlebigsten Menschengruppe auf der Erde zählt. Ein Plus im Durchschnitt von 9,5 Jahren länger. Da heißt es, die neuesten Ergebnisse der Adventisten-Gesundheitsstudie Adventist Health Study 2 mit 96.000 Teilnehmern aus den USA und Kanada bestätigen, dass die Vegetarier unter den Adventisten inzwischen die am längsten lebende, wissenschaftlich untersuchte Bevölkerungsgruppe der Welt darstellen. Und das dokumentiert, dass sich Adventisten bemüht haben um dieses Thema der Gesundheit, und deswegen ist es auch in unserem Rahmen auch immer wieder, wird es immer wieder neu aufgegriffen. Wir wollen heute über Krebs sprechen, damit sprechen wir auch über Ängste, die die Menschen haben. Die Ängste der Menschen sind nicht immer ganz so begründet. Manchmal hat man vor Sachen Angst, die eigentlich dem Zufall entsprechen. Nicht? Mancher hat Angst zu fliegen und rechnet damit, was ja theoretisch schon sein kann, dass ein Flugzeugabsturz ihm das Leben kostet. Und mancher geht nicht gern am Meer ins Wasser, weil er Angst hat, ein Hai könnte ihn angreifen oder ein Blitz könnte ihn treffen. Hier ist in dieser Tabelle mal aufgelistet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, so etwas zu erleiden. Aber ich möchte ihm gegenüberstellen, dass es doch Ängste gibt, die unser Leben bedrohen kann, die durchaus realistisch sind, weil sie weitaus häufiger sind. Und dazu zählt eben auch die Krebserkrankung. Die Krebserkrankung ist eine Wahrscheinlichkeit zu sterben, die uns statistisch gesehen relativ häufig treffen kann. Könnte. Und im Alter von 75 Jahren ist es auch jeder Dritte, der solch eine Erkrankung bereits hat, also eine Chance von 1 zu 3. Und so ist auch der Krebs ein Schreckgespenst, der jährlich in Deutschland allein eine halbe Million Krebserkrankungen fordert, von der die Hälfte sterben. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache überhaupt und weltweit sind es 15 Millionen Krebserkrankungen jedes Jahr. Und das ist eine ganze Menge. Und viele stehen dem aber dieser Gefahr so ein bisschen gegenüber wie dem Tod selbst. Er kommt, kommt er nicht. Wann er kommt, weiß ich nicht. Aber die Frage, ist Krebs wirklich ein Schicksalsschlag? Müssen wir hinterfragen, wenn wir so denken? Wenn wir uns vor Augen führen, was zum Krebs überhaupt führt und wie wir ihn vielleicht auch aufhalten können oder weniger wahrscheinlich machen. Wenn man so in die Runde fragt oder die Leute auf der Straße, was sind denn die Ursachen eigentlich für Krebs? Wo kommt der eigentlich her? Was meint ihr, was hört man da? Rauchen. Rauchen, genau. Alkohol. Rauchen, Alkohol. Umweltverschmutzung. Ja? Süßigkeiten. Süßigkeiten.
Okay, Süßigkeiten, Zucker. Da kommen wir der Ernährung schon ein bisschen näher. Aber das hat man ja auch mal gemacht und das soll hier in dieser Tabelle mal dargestellt werden. Da, also genetische Veranlagung, das habt ihr noch nicht genannt, also, konnte man so auswählen und da haben von 189 gesagt, ja, genetisch bedingt ist so ein Krebs auftreten, aber auch die Umweltfaktoren, das Rauchen wurde auch, hat ganz hohe Werte bekommen. Aber die Ernährung relativ wenig, nicht wahr? Sodass wenige im Vergleich zu den anderen Punkten der Meinung sind, dass die Ernährung eine Rolle spielt im Auftreten von Krebserkrankungen. Aber tatsächlich ist es so, dass seriösen Schätzungen zufolge die Ernährung einen genauso großen Anteil hat an der Krebsentstehung wie das Rauchen. Und das zeigt eigentlich, dass es eine ganze, also einen ziemlich großen Einfluss hat. Denn jeder weiß, wie schädlich das Rauchen ist, steht auf jeder Packung drauf. Aber eine entsprechende Ernährung, also eine bestimmte Ernährungsform oder das Unterlassen einem gesunden Ernährungsverhalten, kann genauso wahrscheinlich zu Krebs führen wie das Rauchen selbst. Das geht zurück auf Schätzungen des World Cancer Research Fund oder auch des American Institute for Cancer Research. Die schätzen, dass die Zahl der Krebsfälle um 30-40% vermindert werden könnte, wenn bestimmte Ernährungsempfehlungen eingehalten würden. Das entspräche 3-4 Millionen Erkrankungen weltweit. Und genauso auch Professor Harald Zuhausen, kennt ihn jemand? Der hat mal den Nobelpreis für Medizin gewonnen 2008. Und der hat geforscht über Viren und ihre Bedeutung in der Krebsentstehung. Gebärmutterhalskarzinom beispielsweise. Bei humanen Papillomaviren. Das war sein Forschungsgebiet schon lange Zeit zurück und er ist im Jahr 2008 dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Er spricht hier über Krebs, sagt, Krebs ist eine verhütbare Erkrankung. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil verhüten zahlreiche und verbreitete Krebserkrankungen. Veränderte Ernährungsgewohnheiten können helfen, Krebs im Allgemeinen und bestimmte Krebsarten im Besonderen zurückzudrängen. Also wir ahnen schon, Krebs ist gar nicht so ein Schicksal, sondern jetzt müssen wir fragen, wie entsteht Krebs, was ist Krebs und gibt es Möglichkeiten, ihm zu entkommen. Wenn wir einmal auf eine Weltkarte schauen, in der das Auftreten von Krebserkrankungen farblich dargestellt ist, je röter, desto häufiger tritt der Krebs auf, dann stellen wir fest, wer sieht es? Ja? Wir haben eigentlich auch ein Mikrofon. Wohlstandsgesellschaft, ja, die Wohlstandsgesellschaft, da produziert den Krebs häufiger, nicht wahr? Also, was sehen wir? Nordamerika, Europa, Japan, wenn er genau hinguckt, Australien, um mal die Tendenz hier mit zu unterstreichen. Und so ist es auch bei den einzelnen Ost-West-Verteilungen. Der Brustkrebs, wo 100 Fälle Brustkrebs in den USA auftauchen, tauchen nur 10 in Thailand auf. Oder wo 50 Fälle im Westen, also in den USA, auftauchen, sind es 5 in Indien. Oder Prostatakrebs, 100 im Westen stehen einer in Thailand gegenüber. Und das sind schon eklatante Unterschiede, die den Gedanken auf die Lebensumstände, den Lebensstil verweisen. Wir haben jetzt mal hier 2 Teller gegenübergestellt. Was ist denn in unserer Gesellschaft? Wir sind hoch industrialisiert, wir sind alle sehr beschäftigt, sind auf Leistung aus und es muss alles ziemlich schnell gehen. Flott, flott, hopp, hopp. Und wir können es uns gar nicht mehr leisten, in unserem
eigenen Garten unsere Nahrung anzubauen. Wir sind darauf angewiesen, es zu kaufen. Und das gibt es an jeder Ecke, in jedem Supermarkt. Und die überschlagen sich alle mit ihren Billigangeboten, sodass es ja auch wirtschaftlich gar kein Problem darstellt. Aber die Folge ist, dass wir fertig produzierte Nahrung aus der Dose, aus dem Regal essen oder von der Frittenbude und die natürliche Ernährung aber dabei zu kurz kommt, mit den entsprechenden Folgen. Da werden zu viele raffinierte Mehle verwendet, nicht mehr das Korn mit seiner wertvollen Schale, also im Vollkorn. Öle werden lange erhitzt, nicht der die Frittenbude brutzelt da ihre Fette den ganzen Tag auf Höchstleistung, weil jederzeit immer einer vorbeikommt und irgendwas frittiert haben will. Und all das trägt dazu bei, dass toxische Fette in die Nahrungskette gelangen und den Körper belasten. Dabei wäre die Vorbeugung von Krankheiten durch Obst, Gemüse und pflanzliche Proteine viel natürlicher und im Grunde genommen naheliegender. Der Fettverzehr ist viel höher und so weiter und so fort. All das hat auch seinen Beitrag in Bezug auf die Entstehung von Krebs. Aber wir wollen uns mal Gedanken machen, was Krebs eigentlich ist. Denn Krebs geht zurück auf die Zelle. Und bei Wikipedia beispielsweise können wir es so definieren: Bei Krebszellen ist die Abstimmung von Wachstum, Teilung und Zerstörung im Zellverband außer Kraft gesetzt. Also eine Erkrankung der Zelle. Oder eine andere Definition lautet: Als Krebs bezeichnet man entartete Zellen, bei denen der Regelmechanismus von Wachstum, Reifung, Teilung und Absterben von Zellen gestört ist. Also eine Krankheit der Zelle. Und die Zelle ist ja sehr komplex. Ich denke mal, so aus dem Schulunterricht hat jeder mal so eine Zelle gesehen. Und dass eine Zelle nicht irgendwas Primitives ist, sondern was Hochkomplexes, das dürfte keinem entgangen sein. Und die Grafik legt es ja auch schon nahe, wie viel einzelne Organe, Teilorgane hier ineinander gefügt sein müssen, funktionieren müssen, aufeinander abgestimmt sein müssen. Und wichtig für uns jetzt nicht unbedingt genau die Zelle zu verstehen, aber in der Mitte haben wir das Heiligste von der Zelle, den Zellkern, nicht? Und was ist darin? Was finden wir im Zellkern? Bitte, Sarah muss es wissen, die hat ja bald Prüfung. Die Erbinformation, ne? Genau. Und im Grunde genommen können wir das so ein bisschen vergleichen wie mit dem Heiligtum. Da haben wir auch im Allerheiligsten innen drin, in der Bundeslade, das Gesetz Gottes. Und ähnlich ist es auch in unserer Zelle. Da haben wir das Gesetz, was das unser Leben bestimmt. Die Erbinformation, den Gesetzestext, wie hier auch genannt ist, von dem Molekularbiologen Billy Vaux. Der Kern ist die Bibliothek der Zelle, der Ort, an dem alle Gesetzestexte, nämlich die Gene, gelagert sind. Und wenn jetzt beim Lesen dieser Gesetzestexte, dieser DNA, Fehler auftreten, dann besteht die theoretische Möglichkeit zur Bildung von Krebs, zu Fehlern. Und gegen diese Fehler wehrt sich natürlich der Körper durch Regeln und Mechanismen, und dadurch, ja, wie kann es zu solchen Fehlern überhaupt kommen? Vielleicht auch nochmal einen Blick außerhalb des Zellkerns, da haben wir die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke, die stellen ATP her, Adenosintriphosphat.
ein Stoff, der im ganzen Körper notwendig ist, um Energie bereitzustellen. Und bei diesem Stoffwechselvorgang kommt es möglicherweise zu mehr oder weniger zu der Bildung von sogenannten freien Radikalen. Stoffwechselprodukte, die abgepuffert werden müssen. Sie sind potenziell fähig, auch Schäden anzurichten. Auch dagegen gibt es Abwehrmechanismen der Zelle, aber auch durch die Ernährung können wir diese freien Radikale abpuffern, nämlich durch wie? Ja, Antioxidantien, genau. Das sind die Antioxidantien. Und nun gibt es bestimmte Regeln, die in der Zelle herrschen oder bei der Verwendung dieser DNA in der Zelle. Denn jedes Mal, wenn eine Anforderung an die Zelle gestellt wird, beispielsweise es ist zu wenig von einem bestimmten Hormon im Blut da, dann wird der Zelle das über Rezeptoren mitgeteilt und eine Anforderung an die DNA bewirkt, dass der entsprechende Teil dieser DNA ausgelesen wird, um schließlich ein Protein, ein Hormon oder irgendetwas zu produzieren und aus der Zelle heraus in die Blutbahn auf die Reise zu schicken. Und dabei müssen bestimmte Gesetze eingehalten werden. Und ein Gesetz lautet da, dass die Zelle sich nicht einfach so reproduzieren kann. Das ist erst dann möglich oder erlaubt, wenn eine Zelle stirbt oder eine beschädigte Zelle ersetzt werden muss. Und wenn die Schäden so groß sind, dass sie nicht reparierbar sind, dann ist die Zelle gezwungen, Selbstmord zu begehen. Sogenannte Apoptose. Die Zelle geht unter, sie stirbt. Und wenn diese Regeln in irgendeiner Weise außer Kraft gesetzt werden, kann es eben sein, dass Krebs entsteht. Die Zelle reproduziert sich. Sie weist immer Fehler auf, sie hat Fehler in ihrem Erbgut und fängt an, sich ständig zu reproduzieren. Und das unkontrolliert. Das ist ein Tumor, der wächst und wächst und wächst und wächst. Also es geht alles nach Gesetzen und wenn diese Gesetze nicht eingehalten werden, der Zelle, dann hat der Mensch Krebs. Und im Grunde genommen sind das ja auch schon biologische Vorgänge, die an sich sehr interessant sind, aber die uns auch immer wieder eine geistliche Parallele liefern. Gott hat alles nach Gesetzen geschaffen, nicht wahr? Und wenn es nicht nach Gesetzen funktioniert, dann ist das wie ein Krebs. Und irgendwo ist das doch unser Problem als Menschen. Wir funktionieren nicht mehr nach den Gesetzen, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und unsere individuelle Denkweise, unsere Denkweise, ich mache das so, wie ich will, ist im Grunde genommen ein Ausdruck, wenn die Zelle denken könnte, der Denkweise der Zelle. Die Krebszelle denkt genauso. Ich mache, was ich will. Ich muss mich nicht an die Regeln halten, die Gott geschaffen hat. Und das ist im Organ, unserem Organismus nennen wir das Krebs. Ein Krebs ist aber etwas, was in mehreren Schritten von Mechanismen im Körper auch aufgehalten werden kann. Hier gibt es drei Stufen: die Initiation, die Promotion, die Progression. Die ich mal hier bildlich darstellen will. Wir haben also zuerst mal nur eine einzelne Zelle und wenn hier so etwas geschieht wie ein Fehler in der DNA, dann ist das im Grunde noch kein Krebs.
sondern ist erstmal nur eine fehlerhafte Zelle. Aber wenn es ihr gelingt, sich zu teilen, dann kann sie einem Anfangsstadium eine gewisse Größe einnehmen, die sicherlich nicht größer ist als ein Kubikmillimeter. Und erst wenn es ihr gelingt, auch ein Netzwerk aufzubauen aus Blutgefäßen, das es ihr ermöglicht, größer und größer und größer zu werden, dann erst haben wir ein Zellwachstum des Tumors, bei dem wir auch von Krebs sprechen. Und so haben wir also in der Initiation, das heißt in der Anfangsphase, prämaligne Zellen, also bösartige Zellen, aber in einer Vorstufe. Und das ist etwas, was relativ häufig vorkommen kann in unserem Körper. Wie fühlt sich so ein Mensch, der vielleicht so einzelne prämaligne Herde hat in seinem Körper? Wie fühlt er sich? Der fühlt sich nicht schlechter als andere. Nicht wahr? Das ist ein gesunder Mensch im Grunde genommen. Das ist nichts zu merken. Und trotzdem sind wir alle diesem, nicht nur dieser Gefahr ausgesetzt, sondern auch dieser Tatsache. In uns schlummern solche Herde. Es geschehen Fehler in unseren Zellen. Und die entscheidende Frage ist aber, kriegen Sie die Möglichkeit zu wachsen, zu einem Krebs heranzureifen? Und das sind manchmal Prozesse, die können bis 40 Jahre dauern. Kann schneller gehen. Das hängt ja auch von der Aggressivität des Tumors ab. Aber das sind Prozesse, die können über Jahre gehen. Aber ich will damit das Bewusstsein schaffen, dass wir alle in einem ständigen Kampf gegen Krebs stehen. Ob ein Arzt ihn bei uns diagnostiziert oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir stehen alle in einem Zustand, der eigentlich eine Therapie erfordert. Und diese Therapie soll unsere Ernährung sein. Ein Beispiel, um das zu unterstreichen, sind vielleicht diese Tabelle. Da hat man eine Gruppe von Menschen nach dem Tod untersucht durch eine Autopsie und hat festgestellt, dass diese kleinen Tumore viel häufiger vorhanden sind, als sie vorher zu Lebzeiten diagnostiziert waren. Also die genaue Untersuchung des Gewebes hat solche Krebsherde ans Tageslicht gebracht. Und deswegen wollen wir den Krebs als eine chronische Krankheit betrachten, die für uns alle eine ganz spezielle Rolle spielt im täglichen Leben und die wir aber mit Hilfe von Nahrungsmitteln kontrollieren wollen. Ich will noch mal hier einen Film einspielen. Wer? Jakob? Oder Hanna? Zeigt ihr uns mal einen Film? Das ist die Angiogenese. Das heißt, die Entstehung von von Blutgefäßen. Kommt es? Da ist er. Das ist so ein kleiner Mikrotumor im Gewebe und der will wachsen und weil er wachsen will, sendet er jetzt nun Wachstumsfaktoren aus, Signale an die umliegenden Blutgefäße und das ist das Signal für das Endothel einzusprossen, vorwärts zu dringen zu dem Signalgeber und damit wird er mit Blutsauerstoff versorgt und kann wachsen. Das ist so eine Strategie des Tumors, die zum Tumorwachstum führt und das wird nochmal im Verlauf wichtig, weil wir nämlich in der Nahrung Mittel finden oder Stoffe finden, die gegen diese Strategie des Tumors auch wirksam sind. Und wir haben das auch in der Medizin, da wird praktisch, werden auch Stoffe gegeben gegen solch einen Wachstumsfaktor, um solch einen Tumor praktisch aushungern
zu lassen. Aber im Grunde genommen ist das abgeguckt aus der Ernährung, aus der Natur, wie wir noch sehen werden. Da wird praktisch an diesen Wachstumsfaktor gebunden, sodass sie nicht mal an die Rezeptoren des Endothels, also der Blutgefäße, andocken kann, um somit das Signal weiterzugeben, dass die Gefäße einsprossen sollen. Ja, das ist also die interessante Frage, was in unseren Nahrungsmitteln enthalten ist, um gegen diese Tumorentstehung vorzugehen. Und da hat schon Hippokrates gesagt, die Nahrung sollte unsere Medizin sein. Wenn wir in der Medizin schauen, wie gegen solche bestehenden Tumore vorgegangen wird, beispielsweise bei der Chemotherapie, sehen wir, dass die immer wieder, okay, dass in bestimmten Zyklen Medikamente verabreicht werden, die Tumorentstehung hemmen sollen. Und das muss man, da reicht die einmalige Gabe nicht, es muss immer wieder geschehen. Bei der Chemotherapie wird nur sehr schwer unterschieden zwischen gesunden Zellen und Tumorzellen. Aber das gleiche Prinzip gilt eigentlich bei unserer Ernährung auch. Wir essen nicht nur, um immer satt zu werden, um Energie uns zuzuführen, sondern wir führen uns mit unserer Nahrung auch Stoffe zu, die gegen Krebs wirken. Und die müssen ständig gegeben werden. Immer wieder. Immer wieder. Und das kontinuierlich. Im Grunde genommen unser Leben lang. Denn wenn wir einmal ja, vermuten, in welchen Nahrungsmitteln das besonders der Fall ist, ist ja kein Geheimnis, dann sind es ja mehr Obst und Gemüse, die pflanzlichen Produkte. Und auch diese Grafik macht schon deutlich, dass wir beständig eine ausreichende Menge an Obst und Gemüse zu uns nehmen müssen und sie verzehren müssen. Wenn man jetzt aber diese mal fragt, was ist denn in unseren Lebensmitteln eigentlich drin? Woraus setzt sich zusammen? Was würdet ihr sagen? Also ich fange mal mit Eiweißen und Fetten an. Ja, Eiweiße, Fette. Warte mal, hier Fett, Eiweiß und Zucker. Kohlenhydrate. Ja. Ja. Worauf kommt da noch? Das ist ja eigentlich schon, da nennt er also im Grunde ja schon die Sachen, die dann auch Energie liefern. Nicht? Also irgendwie sind wir ja auch schon so unterrichtet, das Wichtige ist immer die Energie. Ist ja auch wichtig. Nicht? Wir brauchen Kalorien. Aber was gibt es noch? Brigitte. Vitamine. Mineralien. Und Mineralstoffe. Mineralstoffe, genau. Haben wir hier noch was? Ballaststoffe sind auch wichtig, obwohl sie, naja, sie sind Füllstoffe, die auch gegen Krebs wichtig sind, obwohl sie, wie der Name sagt, eigentlich nur Ballast sind. Aber was für eine Lücke fehlt hier? Ja, sind ja Eiweiße. Ja? Na, wahrscheinlich die sekundären Pflanzenstoffe. Ja, du bist ja drauf gekommen. Genau. Aber ihr merkt, das war ist der Moment, wo man mal überlegen muss oder wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt. Und die sekundären Pflanzenstoffe, die sind hier zu nennen. Vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass sie relativ spät in unser Bewusstsein dringen. Also meine Generation, wir sind aufgewachsen, wir brauchen Vitamine, um gesund zu bleiben, oder? Naja, gilt ja bis zum heutigen Tag. Aber die Vitamine, die kann man fast an einer Hand abzählen. Aber sekundäre Pflanzenstoffe, was meint ihr, wie viel gibt es da? Zigtausende. Ja, nicht? Also das ist so 12.000 mindestens. Und im Gegensatz zu der Anzahl an Vitaminen ist es doch schon ein relativ großer Unterschied. Aber wenn wir schon mal bei den Vitaminen sind, Vitamine heißt es hier, versagen als Krebsschutz.
Das stimmt natürlich nicht ganz so platt, aber Hintergrund steht ja drüber, sind die Nahrungsergänzungen. Wenn man jetzt also meint, Vitamine sind gut, ja, absolut lebensnotwendig, davon brauche ich mehr, da wäre es doch gut, sie zu isolieren und in konzentrierter Form mir zuzuführen. Sowas, da gibt es ja einen großen Markt dafür, Pillen, Vitaminpillen, die dann eifrig geschluckt werden. Und in aller Richtung gibt es die, aber diese Denkweise ist ja problematisch, weil, wie hat Gott es vorgesehen, die Vitamine sind eingebettet in einen biochemischen Cocktail, in eine Wechselwirkung mit vielen anderen Stoffen. Und ich habe schon gesagt, in solchen Pflanzen sind teilweise über 10.000 verschiedene Stoffe drin. Und die nehmen wir alle bedenkenlos zu uns. Wenn ich zurückblicke auf meine ärztliche Ausbildung, kann ich mich noch gut erinnern, dass es ein großer Fehler war, einem Patienten zwei Medikamente auf einmal zu verabreichen, also als Infusion über den gleichen Zugang. Allein diese Tatsache, zwei verschiedene Substanzen miteinander zu mischen und dem Körper sie zuzuführen, ist also im Grunde genommen schon relativ problematisch. Aber das Wunderwerk der Schöpfung ist so wunderbar, dass Gott es vermocht hat, eine Frucht, ein Gemüse oder Obst mit einer solchen Reichhaltigkeit auszurüsten an vielen biochemischen Stoffen, die nicht nur in sich genommen unserem Körper gut tun, sondern die in ihrer Wechselwirkung erstmal die Gesundheitswirkung entfalten, die das einzelne Präparat überhaupt nicht entfalten kann. Und wenn der Mensch dahergeht und sagt, wir sind so schlau und haben gefunden, wie gut Vitamin C ist, Vitamin A oder sonst irgendetwas, und wir sind auch so schlau und können es in eine Pille pressen, da muss er doch feststellen, dass solche Nahrungsergänzungsmittel in Bezug auf die Krebsvorbeugung überhaupt keinen Nutzen hat. So sind jedenfalls einzelne Studien dann in ihrem Ergebnis. Nahrungsergänzung durch Vitamin C, E oder Beta-Carotin zeigte keinen Nutzen für die Krebsvorbeugung oder die Sterblichkeit durch Krebs. Und nicht nur das, sondern man hat sogar an Patienten mit Lungenkrebs geforscht und ihnen Beta-Carotin gegeben, Vitamin A-Vorstufe, und hat festgestellt, dass unter dieser Gabe des Vitaminpräparates die Tumorentwicklung sogar noch zugenommen hat, sodass es auch solche Schlagzeilen gegeben hat, Säfte mit Beta-Carotin bergen Krebsrisiko oder Antioxidantien nutzlose Radikalfänger. Das bezieht sich aber alles auf isolierte Präparate. Und deswegen ist die erste große Erkenntnis, dass wir diese Stoffe brauchen, aber in seinem natürlichen Umfeld. Es mag Ausnahmen geben, aber die müssen auch als Ausnahmen begründet sein. Aber so grundsätzlich, wir sprechen hier von der Krebsvorbeugung, gilt, was ich sagte. Jetzt muss man aber auch mal mit den Antioxidantien das alles ein bisschen relativieren, denn wenn wir von Antioxidantien hören, dass alles gut gegen Krebs ist, das ja alles nur die halbe Wahrheit, denn wenn wir mal einen Apfel nehmen, der hat ja einen gewissen Anteil an Vitamin C, so ungefähr so mittelgroßer Apfel, 10 Milligramm Vitamin C, und hat aber einen wesentlich höheren oxidativen Wert, allerdings nicht durch das Vitamin C. Wenn wir den oxidativen Wert des Apfels in Vitamin C ausdrücken müssten, dann müssten wir statt 10 Milligramm 2250 Milligramm zu uns nehmen, also ein etliches Mehrfaches.
Wenn wir den Kohl betrachten, dann sehen wir Kohl, dass er eine sehr schwache antioxidative Wirkung hat, aber er hat ein sehr hohes Antikrebspotenzial. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Sodass wir sagen müssen, dass die Wirkung gegen den Krebs nicht allein mit dem oxidativen Wert eines Lebensmittels erklärt werden kann. Ja, werfen wir hier mal noch einen kurzen Blick auf die Zusammensetzung der Lebensmittel, bevor wir ein bisschen praktischer werden. Wir haben ja lebensnotwendige Substanzen und dazu zählt natürlich das Wasser. Und von den Aminosäuren haben wir eine relativ überschaubare Zahl an essentiellen Aminosäuren, also solchen, die wir tatsächlich zuführen müssen, weil der Körper sie nicht produziert. Das sind 9 Stück. Bei den Fettsäuren, weiß es jemand? Sind es 2, die essentiell sind. Vitamine sind ja auch essentiell. Das heißt also, wir müssen sie von außen zuführen. Wer schätzt mal, wie viel sind es? Schätzung. 20, ne, machen wir Mittelwert, 13, richtig. Also überschaubar. Und Mineralstoffe sind es auch nicht mehr. Aber sekundäre Pflanzenstoffe, sagte ich schon, das sind 12.000. Ja, also wir sehen, dass wir hier auf einmal eine riesengroße Gruppe vor uns haben an möglichen Stoffen in der Natur, die uns helfen, unseren Körper gesund zu erhalten. Und da gibt es viele mit wissenschaftlichen Namen, Polyphenole, Terpene, Schwefelverbindung, Saponine und so weiter. Aber auch wenn es nicht wichtig ist, sie alle so recht beim Namen zu nennen, wollen wir trotzdem uns mit einigen vertraut machen, weil sie ja eine praktische Bedeutung haben, dann auch in unserem Leben. Und da will ich mir für heute noch 2, 3 Nahrungsgruppen mit euch vornehmen, an denen wir einmal ergründen, wie sehr sie gegen Krebs wirken. Und da möchte ich zuerst den Kohl nennen. Hier haben wir, was ist das links? Ich hoffe, es weiß jeder. Brokkoli. Der Brokkoli, nicht? Brokkoli, auf den wollen wir gleich mal zu sprechen kommen. Wir müssen aber vielleicht mal auch das mal vorne reinstellen, was man so in vielleicht, wenn man im Internet recherchiert oder Bücher darüber liest, was einem so an Urteilen von Fachleuten entgegenkommt. Das heißt es beispielsweise, das sind die mächtigsten Waffen gegen die Entstehung von Krebs oder sie haben einen herausragenden Wert bei der Vorbeugung gegen Krebs. Und das ist wissenschaftlich untersucht. Hier, sekundäre Pflanzenstoffe aus Kreuzblütlern, das ist Kohl, schützen gegen Krebs durch Modulation des Krebsstoffwechsels. Also der Krebsstoffwechsel wird, in den Krebsstoffwechsel wird eingegriffen durch sekundäre Pflanzenstoffe, durch Stoffe, die in den Nahrungsmitteln, das heißt jetzt in dem Fall im Kohl, enthalten sind. Und dann gibt es Studien darüber, da interessieren sich die Wissenschaftler dafür, was ist da eigentlich dran und da wird dann eine bestimmte Krankheit gewählt, eine bestimmte Krebsart und dann gibt es 2 Vergleichsgruppen, die einen in dem Fall essen sie viel Kohl und die anderen essen wenig Kohl und dann schaut man, in welcher Gruppe tritt denn jetzt die Krankheit häufiger auf. Und dabei hat man festgestellt, beispielsweise beim Blasenkrebs, dass das Blasenkrebsrisiko halbiert werden kann, wenn man 5-mal pro Woche eine Kohlmahlzeit zu sich nimmt, im Vergleich zu einer einmal die Woche, ein Kohlgericht einmal die Woche. Wie oft essen wir Kohl? Einmal im Monat. Ja, eigentlich sind ja die Deutschen ganz gut bekannt für ihren Kohlverzehr. Aber gut, wenn wir das resümieren, dass wir es einmal im Monat nur zu uns nehmen, dann sollte es öfter sein, um diesen positiven Nutzen oder Gewinn aus dem Kohl überhaupt zu ziehen.
Aber es ist ja nicht nur der Blasenkrebs, man hat es auch bei anderen Krebsarten festgestellt. Beim Brustkrebs beispielsweise nicht, das, da hat man zum Beispiel chinesische Frauen untersucht und festgestellt, dass diejenigen, die häufiger diese Kreuzblütler, also Kohl, zu sich nehmen, haben nur ein halbes, bei denen ist das Risiko nur halb so groß wie bei den Frauen, die keine oder wenig verzehren. Und das auch unabhängig vom Soja. So sagt es dann auch dieser Artikel. Ernährungsstudie, mehr Kohlgemüse, weniger Brustkrebs. Aus Wissenschaft aktuell. Andere Krebsarten, die untersucht worden sind und in der der Kohl sich als wirksam erwiesen hat, ist beispielsweise Magen-Darm-Krebs, Lungenkrebs, auch Prostatakrebs, also die Vorsteherdrüse beim Mann. Und da gibt es Untersuchungen. Da hat sich der Kohl bei der Prostata als wirksamer noch erwiesen, als der Verzehr von. Was weiß man so landläufig? Was ist gut gegen, gegen Prostata, Hyperplasie oder sogar Krebs? Kürbiskerne. Kürbiskerne, ja, das ist bekannt, stimmt's? Ja, ich hätte gedacht, es kommt was anderes. Lycopin, wo ist das drin? Tomate. Die Tomate. Nicht? Also, sehr effektiv. Aber wir schauen uns das mal ein bisschen an, dass wir auch mal was für die Küche noch mitnehmen. Das ist ein Brokkoli, habt ihr ja schon richtig gesagt alles. Und in dem Brokkoli sind Glycosinolate drin. Das ist also, das sind solche sekundären Pflanzenstoffe. Und es sind nicht nur die Glycosinolate drin, sondern es sind auch Enzyme drin. Und in dem Moment, wo dieser Kohl aufgebrochen wird, also mechanisch zerkleinert oder bearbeitet wird, gekaut, sagen wir mal ganz einfach. Da kommen diese verschiedenen Stoffe zusammen. Hier haben wir also die Glycosinolate und die Myrosinase, das ist das Enzym, die kommen jetzt zusammen und erst wenn die zusammenkommen, entsteht also ein wirksamer Stoff, sogenannte Isothiocyanate, Sulforaphan. Sulforaphan ist also in der Krebsbekämpfung ein ganz, ganz wichtiger Stoff, der der verschiedene Wirkungen hat. Aber wenn wir den Verarbeitungsmechanismus jetzt einmal uns vor Augen halten, dann muss man sagen, dass diese Glycosinolate wasserlöslich sind und dieses Enzym, die Myronase, die ist sehr hitzeempfindlich. Was heißt denn das für die Zubereitung vom Brokkoli? Ja? Also wenn ich es richtig verstehe, müssten wir ihn eigentlich roh essen, so wie er ist, anstatt ihn jetzt groß zu kochen, sonst ist ja das Gute weg. Ja, genau. Das ist genau schon die konsequenteste Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Aber wenn wir ihn kochen, wie soll er gekocht werden? Mhm. Na, wenn sie wasserlöslich sind, sollen wir da viel Wasser nehmen oder wenig Wasser? Wenig Wasser. Und am idealsten wäre es ihnen natürlich nur im Dampf zu garen. Dampfgaren, genau. Nicht wahr? Das ist also ein ganz entscheidender Unterschied beim Brokkoli in Bezug auf seine Wirksamkeit gegen Krebs, wenn wir ihn kochen, also als Kochgemüse zubereiten und nicht nur im Dampf nur garen, sondern was die Kochzeit, denn wir haben ja hier von Hitzeempfindlichkeit gesprochen, das heißt, je länger die Hitzeeinwirkung, desto weniger wirksam die Myrosinase. Naja, logisch, wenig nicht so lange kochen. Ja, das sind also wichtige Sachen, die dann beachtet werden müssen.
wenig Wasser, kurze Kochzeit. Ich habe es hier nochmal, sie sind also wasserlöslich, die Myrosinase ist hitzeempfindlich und wir brauchen also wenig Wasser und kurze Kochzeit. Aber besser ist natürlich roh. Und noch etwas, haben wir noch nicht gesagt. Was muss gründlich gemacht werden? Das Kochwasser mitverwenden. Ja, Kochwasser, ja, gut, mitverwenden. Richtig, daran dachte ich jetzt nicht, aber was ja auch beim Rohessen besonders wichtig ist. Ich würde sagen, gut kauen. Ja, genau, gut kauen. Das ist wichtig. Jetzt können wir natürlich auch noch unsere Mikrowelle verwenden, aber wenn wir das mal betrachten in dieser Grafik, dann sehen wir in den beiden blauen nebeneinander stehenden Balken, links den hellen Balken, die Myrosinase-Aktivität bei Mikrowellen. Verwendung oder beim Zubereiten der Mikrowelle und das Dunkelblaue dann im Dampfgaren. Und was sehen wir? Dass in der Mikrowelle die Myrosinase-Aktivität viel schneller abnimmt als beim Dampfgaren. Also Brokkoli in der Mikrowelle ist fehl am Platz. Sulforaphan, also man sollte sich es ruhig mal merken, der Stoff, der frei wird bei dem Verzehr von Brokkoli, also nicht nur Brokkoli, aber Brokkoli hat davon sehr viel. Was bewirkt es? Hier sehen wir mal auf dieser Grafik in den Pfeilen, wo dieses Sulforaphan angreift. Und das greift schon sehr früh an. Nämlich der Körper wehrt sich gegen die Karzinogene, gegen die Stoffe, die das Krebs auslösen können und will sie eliminieren. Und auch dabei hilft schon Sulforaphan. Das hat man auch festgestellt. Auch in Tierversuchen. Aber Sulforaphan kann eben auch an den Tumor, der schon existiert, angreifen und kann den Zelltod herbeiführen. Die Apoptose. Also Tumorzellen abtöten. Also hat eine tumorabtötende Wirkung. Tumorzellen abtötende Wirkung. Da haben sich Forscher aufgemacht aus Kanada und haben einen Gehirntumor genommen, das Medulloblastom, und haben in nahrungsmittelextrahierten Stoffen mit diesen Tumorzellen zusammengebracht und festgestellt, dass das Sulforaphan das einzige war, was gegen diese Tumorzellen wirksam war. Und da hat man erkannt, dass es eine sehr hohe Potenz hat, eine sehr starke Wirksamkeit. Das hat man auch bei anderen Tumoren entdeckt, bei Dickdarm, Prostatakrebs und auch bei der Leukämie. Und damit gilt dieses Sulforaphan als einer der, ja, manche sagen so, Superstar unter den sekundären Pflanzenstoffen, die gegen Krebs wirken. Nun hat Brokkoli sehr viel, aber eins hat noch mehr. Nee. Brokkoli-Sprossen. Die Sprossen. Habt ihr schon mal Brokkoli-Sprossen gemacht? Es ist aber irgendwie nicht so einfach. Aber wenn sie so schön aussehen wie hier, dann haben sie eine Wirksamkeit, die ist sogar noch 100 Mal höher als die von Brokkoli alleine. Also das ist wirklich sehr, sehr wirksam. Also von diesem äußerst wirksamen Stoff noch eine sehr hohe Menge zu nehmen, das ist sicherlich ideal. Ja, und so steht es dann eben auch in den Zeitungen. Hier heißt es Sulforaphan, eine Ernährungskomponente vom Brokkoli oder Brokkolisprossen, hemmt Brustkrebsstammzellen. Sogar hier bis 65-80% in dieser Untersuchung. Oder hier heißt es dann, Sulforaphan im Brokkoli macht resistente Tumorstammzellen im Pankreastumoren verwundbar. Bauchspeicheldrüse, ein
fieser Tumor, ein aggressiver Tumor. Wer die Diagnose hat, der hat sicherlich nicht länger als ein Jahr zu leben. Normalerweise. Aber Sulforaphan geht noch weiter in seiner Wirksamkeit, und zwar gegen Bakterien. Helicobacter pylori, schon mal gehört? Ja? Wer schon mal eine Magenspiegelung hatte, kann sich wahrscheinlich erinnern. Das wird nämlich immer gerne untersucht. Das ist sind Bakterien, die sind säurefest, die können in unserem Magen überleben. Und wer ihn hat, der hat ein höheres Krebsrisiko, Magenkrebsrisiko, 3 bis 6 Mal erhöht. Allein durch das Vorhandensein dieser Bakterien. Und die Säure tötet ja eigentlich alles ab, aber den Keim tötet sie nicht ab. Und man hat dabei festgestellt, dass Brokkolisprossen gegen Helicobacter pylori wirksam sind. Also wir können auch mit unserer Nahrung auch auf diese Weise im Krebs vorbeugen. Ja, oder auch Welt Online schreibt das so ähnlich. Brokkolisprossen schwächen Helicobacter pylori. Oder hier Focus Online. Brokkolisprossen können Magenkrebs vorbeugen. Ups. Ja, das sind, wer weiß noch, wie heißt der Stoff? Wer hat sich gemerkt? Sulforaphan, ja. Okay, aber ich meine, merkt euch, Brokkoli oder Brokkolisprossen ist noch besser. Ja, es gibt noch andere sogenannte Isothiocyanate. Hier das Phenethyl-Isothiocyanat. Das ist in Kresse und Chinakohl beispielsweise. Und auch das hat die Fähigkeit, Krebszellen zum programmierten Selbstmord zu zwingen. Das hat man festgestellt bei verschiedenen Tumoren, Leukämien, also Blutkrebs, Dickdarmkrebs, Prostatakrebs. Und die Wirksamkeit gegen die Stoffe zu wirken, den Krebs bei uns verursachen, ist auch nachgewiesen. Nitrosamine beispielsweise, Raucher, nicht nur Raucher, aber Raucher sind diesen Nitrosaminen in sehr starkem Maße ausgesetzt. Und da hat man Versuche gemacht an Rauchern, die sollten mal 3 Tage hintereinander 60 Gramm Kresse essen, und hat man die Konzentration von den Nitrosaminen im Körper gemessen und festgestellt, dass sie deutlich zurückgegangen sind. Und somit konnte man sagen, dass die Stoffe, die in der Kresse sind, also das Phenethyl-Thiocyanat, dass das wirksam ist gegen diese Nitrosamine. Ja, Krebsvorsorge mit Wasserkresse, hier dieser Artikel. Das ist allerdings die Grundlage, täglich eine Müslischale voller Wasserkresse essen. Auch eine Methode. Muss einem aber dann natürlich auch schmecken. Aber das ist nun mal so, da gibt ja nun mal eine Vorstellung von der Menge, die dann da sinnvoll ist. Aber wir sehen schon, je häufiger, desto besser. Und wenn wir hier gute Gewohnheiten haben, dann schützen wir uns in besonderer Weise. Noch ein Wort zum Rosenkohl, aber es ist im Grunde genommen das Indol, 3-Carbinol, das ist aber auch im Brokkoli, aber stellvertretend soll hier mal im Bild der Rosenkohl herhalten. Der ist vor allem günstig gegen Tumore, die so hormonabhängig sind, also Brustkrebs, Prostatakrebs. Und oder Gebärmutterhalskrebs. Es hat nämlich die Fähigkeit, die Östrogene, also die weiblichen Hormone im Körper, so zu verändern, dass sie nicht mehr das Zellwachstum so stark anregen.
So wird uns empfohlen, dass wir Kohl essen sollten 5-mal die Woche. Und das wäre gut, sie immer irgendwo einzubauen. Und man kann auch einen Salat mal mit rohem Brokkoli anreichern. Ne, Irmchen? Haben wir neulich gehabt. Brokkoli da im Salat als rohes. Okay, auf die Zwiebel will ich noch zu sprechen kommen. Die Zwiebel, aber nicht nur Zwiebel, sondern auch der Knoblauch. Und eigentlich nicht nur die, sondern wir haben ja verschiedene Zwiebelsorten, Schalotten oder Porree oder Lauchzwiebeln sind neben Knoblauch und der gewöhnlichen Zwiebel ja auch durchaus beliebt. Und ihr kennt es vom Knoblauch, er kann in der Küche liegen und er liegt da und liegt da und liegt da und keiner riecht es. Aber in dem Moment, wo man ihn mechanisch aufbricht, entfaltet er einen sehr starken Geruch. Und bei der Zwiebel ist ja auch so. Er hat so eine intensive Wirkung, dass mancher aus der Küche rennt, weil er nicht mehr gucken kann. Und das zeigt schon die Wirksamkeit und natürlich auch die chemische Reaktion, die dann bei der mechanischen Zerkleinerung auftritt. Und beim Knoblauch ist es so, dass dieses Allein genauso wie eben in dem Beispiel mit dem Brokkoli mit einem Enzym zusammenkommt, der Alliinase, und dann erst das wirksame Allicin auftritt, beziehungsweise so ganz sicher scheint es nicht zu sein, meiner Erkenntnis nach. Dieses Allicin zerfällt sehr schnell, aber die Folgeprodukte, hier unten Dialylsulfid beispielsweise, sind dann die stabileren Formen. Aber man hat nachgewiesen, dass sie wirksam sind gegen alles, was so durch der Nahrung auf dem Weg durch den Körper so begegnet. Also der ganze Speisetrakt, die Speiseröhre, Magen und auch Dickdarm, das sind erwiesene oder untersuchte Krebsarten, gegen die Knoblauch gut hilft. In China, in einer nordostchinesischen Provinz, hier, da hat man festgestellt, dass der Magenkrebs sehr weit verbreitet war und hat dann analysiert, woran es da gelegen haben mag. Und diese Analyse hat ergeben, dass dort in dieser Region ein geringerer Knoblauch- und Zwiebelverzehr vorlag als in anderen Regionen, in der Magenkrebs dann weniger aufgetreten ist. Und hier hat man die Schlussfolgerung gezogen, dass das Erkrankungsrisiko 3-mal so hoch war, da wo weniger Zwiebel und Knoblauch konsumiert worden ist. Ähnlich ist es auch in Italien, da hat man ja Norden und Süden und wo meint ihr, wo wird mehr Knoblauch gegessen? Im Süden. Und hier findet man auch weniger Auftreten von Magenkrebs in dieser Region. Das Gleiche hat man auch festgestellt in Bezug auf Prostatakrebs und dabei ein Verhältnis so von 10 Gramm zu 2 Gramm festgestellt. Das heißt, die eine Gruppe, die nur 2 Gramm täglich zu sich genommen hat, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich einen Krebs zu entwickeln, als eine Gruppe, die mehr zu sich genommen hat, nämlich 10 Gramm. Aber das, ihr könnt ja mal zu Hause euren Knoblauch wiegen, um festzustellen, wie viel Gramm ihr zu euch nehmt. Können bestimmt noch ein bisschen was, kann man bestimmt noch aufstocken. Ich stelle es euch mal als Hausaufgabe, wenn ihr in 2 Wochen wiederkommt zum zweiten Teil, dann habt ihr die Auflage, dass ihr alles schön nach Knoblauch riecht. Im Livestream werden sowieso nicht so gestört dadurch, also traut euch. Knoblauch ist gesund, genau. Ja, das Dialylsulfid ist auch gut gegen diese Nitrosamine, von denen wir schon gesprochen haben, die ja auch in Fleischprodukten oder auch im Käse sogar verwendet werden. Dabei
ist also einmal der Knoblauch gegen diese Nitrosamine sinnvoll. Nitrosamine sind ja ein gewisses Problem. Die Felder werden gedüngt mit Nitraten und werden dann eventuell auch in das Grundwasser abgeleitet. Nitratbildung ist in Gewächshauspflanzen auch sowieso größer und werden, wie ich sagte, in Nahrungsmitteln auch dazugegeben, sodass es in die Nahrungskette aufgenommen wird. Und wenn sie durch den Körper wandern, können sie eben zu krebserregenden Stoffen reduziert werden, sodass dann praktisch erst im Körper krebserregende Stoffe auftreten. Das betrifft aber vor allen Dingen das Fleisch. Und hier sind aber wieder wirksame Stoffe aus den sekundären Pflanzenstoffen, die wir jetzt hier schon genannt haben, die gegen diese krebserregenden Nitrosamine wirksam sein können. Also Chinakohl, Kresse, Knoblauch. Ja, dieses Dialylsulfid wirkt also auch gegen diese Entstehung von Karzinogenen, also Nitrosaminen, aber eben auch gegen die Tumorzellen an sich, wie diese Pfeile hier angeben. Empfohlen wird uns, und das ist wahrscheinlich ein Minimum, 5 Knoblauchzehen pro Woche. Das Nachteilige beim Knoblauch ist natürlich immer der gewisse Geruch. Aber dem Hartmut macht es auch nichts, das ist vernünftig. Ja, also traut euch. Ja, wir kommen alle mit Knoblauch mal. Wie bitte? Wir kommen alle mit Knoblauch. Hey, Wetter, alle hierher. Verstehe nicht. Ja, wenn wir Knoblauch hier haben, dann kommen alle hierher. Ja, das kannst du machen, ne? Bevor du herkommst, immer schön Knoblauch essen. Bitte. Ich habe aber mal von starken Knoblauchessern den Tipp bekommen, glatte Petersilie dazu zu essen oder nachzuessen. Und das würde die Ausdünstung stark verringern. Ja, naja, probier mal aus. Gut, wir ein Kapitel habe ich mir noch vorgenommen und das ist das Soja. Ich hätte euch gerne noch raten lassen, hättet das erkannt? Also das ist Soja und im Soja, was ist da Gutes drin? Isoflavone. Nicht? Das kann man sich ruhig merken, Isoflavone. Und Isoflavone sind, dazu zählt zum Beispiel das Genistein. Das ist sehr ähnlich einem Hormon, was in unserem Körper ist, vor allem bei den Frauen, nämlich, fängt mit Ö an, Östrogen. Und diese Grafik will es deutlich machen, Isoflavone, Sekunde, dass wie ähnliche Gelb und Orange Östrogen und Genistein sind. Und das Östrogen sucht sich einen Rezeptor. An der Brust beispielsweise. Und liefert damit das Signal des Zellwachstums. Und je mehr Östrogene vorhanden sind, desto permanenter die Aktivierung des Zellwachstums und mit dieser höheren Proliferation, nennt man das, geht auch ein höheres Krebsrisiko einher. Und daher kommen eben dann diese hormonbedingten Krebsarten wie das Mammakarzinom. Beim Prostatakarzinom ist es ähnlich. Und dieses Genistein, was so ähnlich ist, dockt natürlich auch an den Rezeptor an. Es passt wie ein Schlüssel ins Loch. Aber es hat nicht diese Auswirkung der häufigen Zellteilung, sodass das Krebsrisiko dadurch sinkt, dadurch, dass das Genistein das Östrogen vom Rezeptor verdrängt. Das ist eine Wirkung des Sojas, der Isoflavone. Und deswegen spricht man auch von pflanzlichen Östrogenen oder Phytoöstrogenen. Und wenn wir mal wieder West und Ost vergleichen in Bezug auf Brustkrebs oder Prostatakrebs,
Und dann sehen wir, dass es im Westen eine sehr häufige Krebstodesursache ist oder die häufigste überhaupt und dass der tägliche Sojaverzehr ganz niedrig ist. Und dort, wo der Sojaverzehr in der Kultur sehr hoch ist, da ist das Aufkommen von Brustkrebs oder Prostatakrebs eher selten. Und dieser Zusammenhang liegt eben auf der Hand durch die Wirkung der Isoflavone aus dem Soja. Da gibt es allerdings Studien, also wer sich damit genauer beschäftigt, stellt fest, dass da rumdiskutiert wird und dass es auch widersprüchliche Studienergebnisse gibt. Aber dabei wird die Menge an Soja sehr relativ gehandhabt. Beispielsweise in einer Studie in Kalifornien kam heraus, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen den viel Sojaverzehrern und den wenig Sojaverzehrern, aber die Gruppe, die dort viel Sojaverzehrer waren, haben immer noch weniger Soja verzehrt, als die in anderen Gruppen, in denen herauskam, dass Soja sehr wohl einen krebsschützenden Effekt hat. Da war nämlich die Kontrollgruppe derer, die wenig Soja verwendet haben, immer noch höher als in der Studie mit denen, die viel verzehrt haben. Sodass man sagen muss, hier muss eine gewisse Mindestmenge an Soja konsumiert werden und die dürfte mindestens bei 25 Gramm liegen. Und aus Studien und Betrachtungen, wie sich das Mammakarzinom verhält bei Immigranten, die aus Japan oder China in die USA ziehen, hat man Rückschlüsse gezogen und gesagt, dass es besonders sinnvoll ist, wenn man mit dem Sojakonsum früh beginnt. Also frühzeitig, schon im Kindesalter. Soja sollte der Kuhmilch und natürlich dem Fleisch vorgezogen werden. Die Adventisten haben eine Studie gemacht in Amerika und haben an 12.395 Adventisten untersucht, was Sojamilch für gute Effekte auf das Prostatakarzinom hat und haben festgestellt, ein Glas Sojamilch reduziert das Risiko eines Prostatakarzinoms schon um 70%. Und das ist doch kein großer Aufwand. Pro Tag. Wenn wir jetzt auch betrachten, wie es unseren Frauen hierzulande in den Wechseljahren geht, dann stellt man fest, dass es ja für viele ein großes hormonelles Umstellungsproblem ist. Und die Wechseljahresbeschwerden, ein großes Thema. Aber die Beschwerden in den Ländern, wo viel Soja verzehrt wird, die sind gar nicht so groß. Das soll vielleicht mal diese Grafik hier zeigen. Die Häufigkeit von typischen Beschwerden in den Wechseljahren, die ist in Nordamerika, Europa wesentlich höher als in den Ländern, in denen von Haus aus viel mehr Soja verwendet wird. Und nun hat man festgestellt, toll, wenn die so viel Isoflavone da in ihrer Nahrung verwenden und so wenig Beschwerden haben, wozu muss ich denn mit meinen Wechseljahresbeschwerden zum Gynäkologen gehen und eine Hormontherapie machen? Da kann ich doch mir Isoflavone in einer Dose kaufen und schlucke die als Nahrungsergänzungsmittel. Und da sind wir wieder beim Thema. Man hat also festgestellt, dass die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, Isoflavone, das Krebsrisiko eher noch erhöhen. Aber das geht eben nur, wenn man sie wieder isoliert. Und das gilt aber nicht, wenn man sie in der natürlichen Form zu sich nimmt. Nämlich Soja. Also die Verwendung, die Abkürzung in Anführungsstrichen, die man da gehen will mit Nahrungsergänzungsmitteln, ist, erweist sich hier wieder als ein folgenschwerer Umweg. Und deswegen steht dann auch manchmal sowas in der Zeitung oder im Internet: Wechseljahre, riskante Soja- und Rotkleepräparate. Rotklee hat auch viel Isoflavone. Und
Aber wie gesagt, es sind die Präparate. Und dann steht da zum anderen, macht es einen großen Unterschied, ob die Isoflavone aus sojareicher Ernährung stammen oder ob Frauen sie isoliert und hochdosiert als Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Denn in dieser Form können sie die Funktion der Schilddrüse beeinträchtigen, das Brustdrüsengewebe verändern und dadurch Brustkrebs fördern. Das ist besonders bedenklich, weil ältere Frauen ohnehin ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Deshalb rät das Bundesinstitut für Risikobewertung davon ab, solche Produkte einzunehmen. Empfohlen werden 40 Milligramm Isoflavone pro Tag. Hier eine Tabelle, wie viel wo drin enthalten ist. Wer also auf diese Menge kommen will, sollte ein bisschen mehr als ein Glas Sojamilch nehmen. 5 sind hier angegeben oder auch entsprechend Tofu. Miso ist nicht so bekannt unter uns, oder? Eine Miso-Suppe hätte sehr viel. Aber wenn ihr mal ins Reformhaus geht, findet ihr vielleicht geröstete Sojakerne. So als Snack-Nascherei. Die haben, schaut mal, geröstete Bohnen, die haben ganz viel auf 100 Gramm. Ja. Oder man Rotklee. Ein Rotklee-Tee. Ich hatte Ellen White schon empfohlen. Ja, dann wollen wir hier euch mal eine Zäsur setzen. Es gibt ja noch sehr viel mehr Nahrungsmittel, aber ihr wollt euch auch ein bisschen was behalten. Und wer mal nachforschen will, der kann hier mal auf diese Seite gehen, hortipendium.de. Da ist eine Auflistung von noch viel mehr Studien, als wir sie hier heute erwähnt haben, zu Obst und Gemüse und was sie gegen Krebs bewirken. Obst und Gemüse, Studien zu Krebs, hortipendium.de. Da könnt ihr das mal anschauen, wenn ihr wollt. Ja, und wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, dann wollen wir darüber sprechen, Kurkuma oder auch die Beeren, was in ihnen Gutes ist, warum die Ellagsäure gerade so wirksam ist gegen die Ausbildung von Blutgefäßen eines Krebses, über Leinsamen wollen wir sprechen. Über die Tomate, da ist es, das Lycopin und Zitrusfrüchte. Also es erwarten uns dann noch einige wissenswerte Dinge, die uns im Alltag helfen sollen. Und es wäre doch gut, von dieser Stätte zu gehen und sich diese Sachen zu Herzen zu nehmen und sie besser zu berücksichtigen als bisher. Fantasien zu entwickeln, wie man von dem einen oder dem anderen mehr zu sich nehmen kann, ohne natürlich sich dabei zu überessen natürlich, aber diese Dinge zu beachten und sie ins Leben umzusetzen, damit wir den rechten Segen davon haben. Das wäre doch eine gute Entscheidung. Und da freue ich mich, wenn ihr diese Entscheidung für euch trefft, wenn ihr das umsetzt in eurem Leben, damit ihr für euch gesegnet seid und auch anderen zum Segen sein könnt.